so, warum? Aber was sollen wir in den Ofen machen? Gibt's da was zum Verheizen? So, okay, hier, das müssen wir zumachen. Die Frage ist nur, wo können wir das noch weiterhin umleiten? Sehen wir ein zweites Ding? Oh ja. Oh. Okay. Na, das wird tricky. Geht nicht? So, hier ist eigentlich null, ne? Eigentlich dürfte jetzt hier nicht mehr durchgehen. Okay, wir gucken mal hier hinten. Hier war ja auch nochmal ein Stellrad. So diese alte Fabrikshupe irgendwie. Warte mal. Gas gegen die Franzosen. Wie befohlen hat der große Leutnant des mächtigen deutschen Kaisers die neuen Giftgasmischungen gegen die Franzosen eingesetzt. Er glaubt wirklich, dass es uns zum Sieg verhilft, wenn wir einige der armen Schweine in ihren Gräben krepieren lassen. Wer sich gefreut hat, das hatten wir schon. Nur wurde es uns vorgelesen. Warum finden wir das jetzt normal? Oh. Oh, fuck. So, weiter, weiter, weiter. Oh. Ich kann mal hinhocken. So, Nummer 3. So, das ist ganz gut. Ofen machen wir natürlich auch, weil wir eine Zwangsneurose haben. Okay. Wo ist denn überhaupt der Durchgang? Brauchen wir jetzt Druck, um das Gitter hier zu öffnen? Oh ja. Auch nicht. So, und Rädchen Nummer 3. Ah, okay, aber... Oh, okay. So, be quick or be dead. Und los. Das war die Hupe. Die wollten wir hören. Ja. Ah! 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 Nein, nicht doch. Hä? Da ist er. Hä? Da komme ich doch nicht durch, oder? Mann, hör doch mal auf. Das ist ständig die Damage. So, muss man kurz warten, bis die Blutgesicht wieder weg ist. Geht die weg, bitte? Jetzt? Dankeschön. Ich hab noch keine Zeit. Alter, er kommt hier nicht durch, oder was? Das will er mich jetzt ärgern hier, oder was? Irgendwo anders lang. So, warte, dann ist so Verkehr rechts lang. Dankeschön. Meine Güte, was für eine OP. So. Nope. So, okay, warte mal. Wie war denn das? Und sein oder nicht sein.
Haben wir doch alles gemacht. Warum ist denn... Okay, das war die Konstellation, wo die Hupe funktioniert hat. Frage ist nur, wohin? Wohin geht's jetzt? So, Y, F2, G3. Haben wir noch soweit alles gemacht? Aber wohin denn nun? Achso, wir müssen die Tür einfach nur anfassen. Natürlich. Ich finde die Fabrik wirklich unheimlich, muss man mal ganz klar sagen. Also ich finde, die ist gut gemacht. Oh Mann! Dankeschön, liebes Spiel. Dankeschön. Einmal Schlüpfer wechseln. Wunderbar. So, ich setze mal die Maske auf. So, und der Saboteur atmet Gas. Ja, das ist schön. Das freut mich. Mal, wurde mal eins kurz hier... Nee, jetzt ja nicht lang. So, hier ist Bett. Geht's ja immer im Kreis gelaufen, oder was? Ich hab hier wirklich keine Orientierung, ey. Oh, hier ist Nummer 4. Alles klar. So, 600 Dinger und ihr wisst, der Ofen muss offen sein. Warum auch immer. So, dann... Haas auf Dampf, H2 und X. Und wo ist X? Von hier sind wir gekommen, ne? Ja, von hier sind wir gekommen. Wo ist jetzt X? Wo ist das dritte Rad? Wahrscheinlich hier durch. Okay, wahrscheinlich wird hier irgendwie ein Fahrstuhl oder irgendwas runterkommen. Wo ist denn bitte... Gehen wir mal hier durch. Oh, lololololololo. H2, okay, alles klar. Und hier hinten... Da haben wir die nächste Stellschranke. Und da gehen wir mal auf X. Was ist das für ein Geräusch? Das hört sich nicht sehr vertrauenserweckend an. So, und jetzt würde ich sagen, wir gehen hier durch. Wunderbar. So, wir setzen mal die Maske mal kurz ab und dann jetzt hier hoch. Ich sagte, den zieh hoch. So, ich bin schon komplett lost in diesem Ding jetzt hier. Keine Orientierung mehr hier. Ah, orangenes Rohr. Ich folge einfach dem orangenen Rohr. Nehmt den Kaiser die Krone und er wird ein Einsehen haben. Gespurte. So, hier geht's nicht durch.
Gott. Die Puppe freut sich über deinen Besuch. Ja, du, ich auch. Ich freue mich auch, kleine Puppe. Nicht. Muss weg. So, das hat uns jetzt aber auch irgendwie hier nicht weitergebracht. Die Ecke. Da vorne kommen wir nicht rein. Wo müssen wir hin? Ah, okay. Wir lassen uns ja einfach wie Fallobst fallen. Das ist der Weg. Sind wir nicht von hier gekommen? Wir sind doch von hier gekommen, oder? Oder nicht? Wieso soll das Hof? Ja, wir sind von hier gekommen. Ich wusste doch. Scheiße. Aber wo sollen wir hin? Where do we go? So ein Käse. Ding, 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 ding. I wanna know. So, okay, genau. Hier war die Nachricht hier vom Käse. Vom Käse. So, achso, gehen wir unten lang hier. Schauen wir mal. Wie sieht's hier aus? Bitte sei offen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nein, 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 nein. Ich wollte hier erstmal kurz in den Raum rein. Bild. Sirek? Sirelk? Was? Streik ist Frieden. Okay. Du fühlst dich verraten. Sirek ist Frieden. Okay, Leiter hoch. Schwuppdiwupp. Und dann schauen wir mal. Auch das erinnert mich so ein bisschen. Oh, ah, okay, hier sind wir. Ah, na denn, lass mal am Himmel ziehen. Und die Fabrik erwacht zum Leben. Reich wird mein Handeln wieder Konsequenzen haben. Okay, Leute, also wir werden jetzt wahrscheinlich auf den nächsten Oberboss treffen. Den Saboteur. So, wir können schon mal entscheiden, irgendwie. ob rot oder grün. Also nicht, dass wir werden jetzt wahrscheinlich nicht zwischen rot und grün die Wahl haben, ne? So, die Fabrik reaktivieren. Arbeiter! Der Saboteur hat die Fabrik heruntergefahren. Wir müssen versuchen, die Produktion wieder zu starten. Dazu muss der Gasdruck in allen Zuleitungen auf der höchsten Stufe gebracht werden. Bei genügend Druck können wir die Energieversorgung der Fabrik durch den Hebel in der mittleren Konsole wiederherstellen. Sollte die Produktionshalle aber dem Feind in die Hände fallen, müssen wir die Produktion für immer lahmlegen. Dazu müsst ihr dann den Gasfluss abstellen. Um den Gasfluss dann im Anschluss nach außen abzuleiten, musst du die Gasleitungsmechanik manuell aktiviert werden. Ahaha. Okay, okay. Verderbnis. Du ziehst von Osten wie Windhauch in die Gräben. Mit Versprechen von Heimat, Weib und Heldentod. Dann aber willst du fressen. Dann verschlingst du alles Leben. So sieht's jetzt aus hier. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die Maske prophylaktisch schon mal aufsetzen sollte. Wir werden es gleich sehen. Okay, über die mittlere Konsole können wir das Gas ableiten. Und ha! Oh. Ja, ich bin dankbar für die Taschenlampe. Ich bin so richtig dankbar. Schön. So, da sitzt der Saboteur, glaube ich. Wenn wir jetzt hingehen, können wir natürlich, kann sein, dass wir ihn jetzt irgendwie aktivieren. Wir werden ihn bestimmt aktivieren. Scheibenkleister, Alter.
Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, was wir jetzt gleich machen sollen, irgendwie. Sollen wir ihn aktivieren? Oder sollen wir das Gas komplett... Also, die Fabrik ist in Feindeshand. Um das zu deaktivieren, sollen wir in der Mittelkonsole das Gas komplett ablassen. Oder? So stand es am Zettel. Komm. Wir machen eine Chat-Entscheidung, ihr Lieben. So, seid jetzt mal kurz mit mir irgendwie. Jetzt ist Interaktion nochmal kurz gefragt, ihr Lieben. Sollen wir an diesem Hebel ziehen? Oder da vorne beim Herrn der Finsternis an seiner Handkurbel? Also, ja, was jetzt passiert? Also entweder schotten wir jetzt die Fabrik komplett damit down. Das ist ein toller Satz gerade gewesen. Oder wir... Keine Ahnung, was da vorne passiert. Ich weiß es nicht. 2. B. Kurbel. Ja, also was? Also, B ist der da hinten, oder was? Hier vorne ist Hebel, da ist... Der Herr der Finsternis. Der Herr der Finsternis, okay. Ihr wollt es, ihr kriegt es. So, willkommen T-800. Auf geht's. Ah. Oh, der Skelettkönig. Ihr wagt es. Wollte er nicht. Fand er nicht gut. Ja. Er wollte nicht, dass wir an seinem Hebel ziehen. Schön, jetzt haben wir General Grievous am Arsch, Alter. Dann geh mal hier lang. Was haben wir denn hier? Kann ich hier drehen? Ja, oh scheiße, ich muss hier drehen. Halt, hau da ab. Ja. Warum kommen die jetzt? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gasdruck erhöhen. Ah, okay. Ganz kurz mal. Die Challenge ist jetzt also Gasdruck verringern oder Gasdruck erhöhen. Gasdruck verringern heißt, die Anlage außer Betrieb zu nehmen. Gasdruck erhöhen heißt, die Anlage beizubehalten. Was wollen wir tun? Was wollen wir tun, Chat? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun, lieber Chat? Was sollen wir machen? Sollen wir Gas weg oder nicht? Was sollen wir tun? Flammen ab! Also Gas hoch. Gut. Let's do it. Okay. Let's do it. For America. So. Gasdruck erhöhen. Hier noch ran hier. Bam, badabum, Alter. Ja. Lauf. So. Gasdruck erhöhen. Oh, zack, haben wir. Kann ich hier lang? Nein, kann ich hier lang. Oh. Der ist so nah. So, habe ich jetzt hier den Gasdruck erhöht oder nicht? Erhöhen. So, haben wir. Alles ist auf Rot. Wir sind irgendwie so ein bisschen eher auf Rot. Oh, wir kommen nicht ran, wir kommen nicht ran, wir kommen nicht ran. Warum kommen wir nicht ran? Ich geh einfach durch. Do it! Zieh den Hebel, Mann! Hat das gereicht? Gut, 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 gut. Das war ja schön, Alter. Ah, okay, alles klar, wir schalten alle drauf rot. Ey, Bianca, hast du da nicht irgendwie Skelettkönig-Flashbacks irgendwie? Also, ich finde das so. Ihr wagt es, in die Heiligkeit meiner Gräber einzudringen! So.
Auf geht's. Ja, ist dein Hebel, alles gut. Keiner von uns würde da aufstehen, Alter. So, danach hol ich mir Leorix Krone. So, ich muss aber jetzt erstmal weg hier. So, nun gilt es. So, wunderschön. Und jeder hat hier gerade Crying. Ah, hey, Benny, grüß dich. Kommst gerade richtig. Bin total am Arsch, Mann. Meine. So, schön, der Brot sich vor sich hin. Oh, er ist so schlapp. Los, komm. Du. Ah. Hurry up. Nein, warte mal. Nein, hier. Das ist die Richtung. So. Oh, wo ist er? Oh, lass mich. Nein, eine fehlt. Eine fehlt. Schraste aus. Erhöhen. So, jetzt haben wir alle. Vom Hitzeschuf. Holt ihr hin. Jetzt wollen wir die Maske auf, wa? Komm, gib mir das. Brauchst du die Maske nicht absetzen? Gib mir das hier. Lass es los. Jetzt ist der... So, wir sind noch nicht fertig, mein Freund. Ich sagte, gib mir den Hebel und gib den her. Alter, überhaupt keine unterdrückten Aggressionsgefühle. Ja, er nimmt sich die Krone. Mit Kopf. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Ich glaub das ja nicht. Alter. Epic. Einfach epic, ey. Boah. So, okay. Und damit haben wir hier auch die Krone des Skelettkönigs. Die Trophäe. Das Krankgehirn des Saboteurs.